Club für Fortgeschrittene. Eine Simultanübersetzung des Originaldrehbuchs. Wir müssen reden. Okay, sicher. Du bist ein Faker. Du stirbst gar nicht. Ja? In deiner komischen Gehirnschwurbelphilosophie, da sterben wir alle. Aber du stirbst gar nicht. So wie Chloe stirbt. Sag der anderen Person, wie du dich fühlst. Du stirbst auch nicht. Sie liest sein Namensschild Cornelius. Teile dich komplett mit. Das sind meine Gruppen. Ich habe sie gefunden. Ich habe gesehen, wie du das geübt hast. Was? Wie du mich verpetzt. Läuft so gut, wie du dir das vorgestellt hast? Ich führe dich vor. Mach doch. Lass einfach alles raus. Weine. Mala schlägt ihren Kopf nieder. Jacks Schulter. Als würde sie weinen. Jack zieht ihren Kopf wieder hoch. Sie schaut ihn an. Ich habe hier wirklich ernsthaft Zeit in diese Gruppen investiert. Ich komme für ein ganzes Jahr. Es muss echt hart für dich gewesen sein, das so durchzuziehen. Jeder, der mich vielleicht wahrgenommen hat in der Zeit, ist entweder gestorben oder hat sich erholt und ist niemals wiedergekommen. Warum hast du das gemacht? Warum machst du's? Keine Antwort. Der Führer geht direkt an Jack und Marla vorbei. Öffnet euch. Teilt euch einander mit. Wenn die Leute denken, dass du stirbst, dann hören sie dir wirklich zu. Anstatt einfach nur darauf zu warten, darauf an der Reihe zu sein, zu labern, ihren Kram vorzutragen. Alles andere über Kreditkartenschulden und traurige Radiolieder und ausdünnendes Haar geht so zack durchs Fenster. Es fing an mit einem Knoten. Ich ging zu einer Brustkrebs-Unterstützungsgruppe. Der Knoten stellte sich als harmlos heraus. Aber ich brauchte dennoch meinen Montags-Input. Also bin ich zu Lymphoma gegangen. Einfach nur mal zu checken, wie das so ist. Sterbende Menschen sind so am Leben. Es wird zur Sucht. Ja, total. Jack smilet beinahe. Jack lacht beinahe. Dann wird er anders. Er dreht sich weg von ihr. Jetzt das Abschiedsgebet. Schau, ich kann zu einer Gruppe gehen mit einem, ja, offensichtlichen Faker. Malas Gemüt wird härter. Nun, das kann ich auch nicht. Gut. Segnet uns und heilt. Segne uns und haltet euch. Uns. Wir teilen die Woche auf. Mala verlässt den Raum, Jack folgt ihr. Helft uns und helft uns. Außen, Kirche, Nacht. Mala geht zum Straßenrand. Sehr schnell. Du kannst Lymphoma haben. Tuberkulose und... Nein, nein, du nimmst Tuberkulose. Weil ich rauche, kommt das nicht so gut. Ich denke, Hodenkrebs, da gibt's keinen Streit drüber. Okay, du hast deine Eier, oder? Technisch gesehen habe ich eher das Recht, dort zu sein. Du machst Scherze. Nicht, dass ich wüsste. Jack folgt Marla hinein. In einem Laundromat. Als sie autoritär zu einem Trockner geht, nimmt sie all ihre Kleidung raus, tut sie auf einen Tisch, schaut durch sie durch, nimmt eine Jeans, eine Hose und T-Shirts. Ich nehme die Parasiten. Du kannst nicht beide Parasiten haben. Du nimmst die Blutparasiten und... Ich will die Gehirnparasiten. Sie öffnet einen weiteren Trockner und macht das Gleiche nochmal. Okay. Dann nehme ich die Blutparasiten und ich nehme die organische Gehirn. Ich will das. Du kannst nicht das ganze Gehirn haben.
Bisher hast du 4 und ich habe nur 2. Nun, dann nimmst du die Blutparasiten. Okay, jetzt haben wir beide 3. Marla nimmt all ihre Sachen und geht zur Tür. Sie strömt neben Jack vorbei. Jack folgt ihr, etwas verunsichert. Du hast die Hälfte deiner Klamotten wegliegen gelassen. Hup. Jack bleibt stehen. Marla führt ihn zur Straße mit all dem Verkehr, der hoch und runter strömt. Sie stellt sich mitten auf die Straße vor die Autos, die hupen und halten und quietschen. Jack läuft zu ihr. Marla geht in einen Secondhand-Laden. Jack folgt ihr. Marla wirft all ihre Klamotten auf den Tresen. Ein alter Verkäufer guckt sich die Klamotten an und macht Markierungen auf einem Block. Was tust du da? Verkaufst die Klamotten? Marla tritt hart auf Jacks Fuß. Er ächzt und windet sich in Schmerz. Ja, ich verkaufe alle meine Klamotten. Der Verkäufer geht durch alle Klamotten, die sie da so vorgelegt hat. Okay, also, wir haben beide 3. Das macht 6. Was ist mit dem 7. Tag? Ich möchte fortgeschrittenen Darmkrebs. Das Mädchen hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich möchte aufsteigen in Darmkrebs. Der Verkäufer gibt Marla und Jack einen komischen Blick, als er das Geld Marla aushändigt. Ist das auch dein Lieblingsbereich? Du wolltest dir wohl an mir vorbeischlüpfen lassen, was? Wir teilen es auf. Du gehst in den ersten und dritten Sonntag vom Monat. Alles klar. Sie reichen sich die Hände. Jack zieht seine Hand zurück. Marla hält seine Hand. Ich denke, das ist nun... Tschüss. Lass uns da jetzt nicht so ein großes Ding vormachen. Sie geht Richtung Tür. Jack schaut ihr hinterher. Wie sieht's aus? Wir machen einfach kein großes Ding draus. Jack läuft raus und holt sie ein. Ach, Marla, sollen wir Telefonnummern austauschen? Sollten wir? Ich meine, vielleicht wollen wir die Nächte tauschen. Okay, sicher. Er nimmt eine Geschäftskarte heraus und einen Stift. Er schreibt seine Hausnummer auf die Rückseite und gibt sie ihr. Sie nimmt seinen Stift, greift seine Hand und schreibt ihre Nummer auf seine Handinnenfläche. Sie grinst ihn kurz an, drückt eben den Stift zurück in seine Hand, läuft dann auf die Mitte der Straße und wieder verursacht sie das Quietschen von Reifen und das Hupen von Autos. Sie dreht sich einmal um, hält die Karte. Da steht der Name nicht drauf. Wer bist du? Cornelius? Oder irgendein bescheuerter Name, den du in der Gruppe angibst? Jack fängt an zu schreien, aber der Verkehrslärm ist zu laut. Marla schüttelt nur ihren Kopf in seine Richtung, dreht sich um und läuft fort. Ein Bus kommt ins Blickfeld, hält an und verdeckt sie. Marlas Lebensphilosophie, wie ich später herausfand, war, dass sie jeden Moment sterben könnte. Die Tragödie ihres Lebens war allerdings, dass sie es nicht tat. Nordisch by nature. 1, 2, 1, 2, 3. Sag mal hey. Hey, sag mal ho, ho. Das ist fettes Brot, ob platt in der Disco. Jo, ich bin der jung achtern Plattenspieler. Und so del ich ob erst Störtenbäcker sine Likedeler. Jo, ist vor jedem Wort du bi, wat ich spiel. Bei uns im Norden heet dat nicht Disco, sondern Dance of the Dale. Ich krakeel viel platt in dat Mikrofon. Bist nicht unten Norden, ist dat schwer zu verstöhlen. Wohnt eine Wolderkant, dorn wie all. Und da schnackt man nun mal so, hör mal ein Beten do. Hummel, Hummel, Moas, Moas. Ich bin Ruth, de Shipmeister. Bühn ist der anderen nordisch by nature. Sag mal, weißt du überhaupt, was das Leben hier so bringt? Was das regulär bedeutet, wenn dein Schicksal dich linkt? Wenn du morgens deine Stullen auf dem Küchentisch vergisst, aber du die ganze Chose erst bei Blom und Voss vermisst. Das ist nicht so leicht, wie du meinst, mein Junge. Das ist eine Shit-Buckelei und die macht den Rücken krumm.
Hart genug, sagt man sich, und gibt sich selten auf die Schnauze. Und wenn wir uns mal hauen, dann holst du in die Plauze. Mao Zedong war bei uns nie so ein Thema. Mutter sagt, Politiker, die kommen und gehen mal. Wichtiger, mein Jung, merkt ihr ohne Flachs? Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs. Nordisch? Nordisch bei Nature. Hier kommen deine Helden, der Tobi und das Bo. Bo, bitte melden, jo, hier kommt Disco. Wie Samstagnacht, wie bei John Travolta. Holter die Polter, der Bass pumpt bis Obervolta. Hello, peoples, we are here in the one hand a micro, in the other a beer. We hear our music very loud. Hey, girlie, do you wanna be my braut? Nachtfieber, Nachtfieber, hier bei uns im Norden. Oh yeah. Immer wieder Nachtfieber, Nachtfieber, hier bei uns im Norden. Oh yeah. Wir im Norden natürlich verführen dich diskomanisch. Panische Tanzsage. Voll in Rage, bei unserer Trommelfellmassage. Keine Blamage in dieser Passage, denn die Disco-Kugel Tobi-Top läuft immer, wenn ich am Mikrofon prob. Und der Laserdancer MK Bo stiehlt mir aber dann die Show. Nordisch. Nordisch by Nature. Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen und ich liebe es, nach einer Party breit am Elbstrand einzuschlafen. Ich bin ein Hamburger Junge und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing. Samstagabend in Köln und kühles Blondes und auf die Schnelle noch eine Fischfrikadelle. Schon Stördebecker wusste, dass er Norden rockt und hat mit seinem Kran hier gleich angedockt. Ja, ihr hört richtig, heute ist Disco-Zeit. Warum? Weil alles nach Disco schreit. Und ihr fragt euch, ob der König das Versprochene hält? Ja, na klar, denn ich bin Nordisch by Nature. Nordisch? Nordisch by Nature. Jo, ich wär in jungen Jahren an der Waterkant bon moin. Ne steife Brise von vorn gibt mir jümmer Kohle Ohren. Ich geh jeden Abend upen Switch und komm erst trüch, wenn all mein Geld ist futsch. Mann in de Tünn, gar mi ut de Sünd. Ich bin, was ich bin, komm mir nicht inne an de Plünn. Doch komm fix mal rum, um die den Norden alto kicken. Bei uns do is jümmer wat los, acht an de Dieken. Seid die erstmal da, nimm Köln und Aal. Und smeckt die dort nicht, ist mir das Unterschied egal. Du bist denn wohl kein Schnimp, was nicht hält, da dich nur schnimmt, aber pass, ob du Tüffel. Wie nehmt die, ob du Schüffel? Nordisch! Nordisch by Nature! Alkohol. Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht. Ich nehme mein Frühstück abends um 8. Gedanken fließen zäh wie Kaugummi. Mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie. Geleite Schwüre in rot-blauem Licht. 40%iges Gleichgewicht. Grauzellen in weicher Explosion, Sonnenaufgangs- und Untergangsvision. Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol. Alkohol. Die Nobelszene träumt von Kokain und auf dem Schulklo riecht's nach Gras. Der Apotheker nimmt Valium und Speed und wenn es dunkel wird, greifen sie zum Glas. Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsbot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst. Fight Club für Fortgeschrittene. Eine Simultanübersetzung des Originaldrehbuchs. Jacks Augen schnappen auf und er sieht Tyler, der aus dem Fenster starrt. Ohne sich zu Jack umzudrehen,
fährt er fort. 2. Mixe 2 gleiche Teile von Diesel und Diät-Cola. 3. Krümele Katzenkacke in Diesel, bis die Mischung dick ist. Jacks Lächeln verschwindet. Tyler dreht sich zu ihm und grinst. Er greift unter seinen Sitz vor ihm und holt einen Briefumschlag hervor. Jack schaut skeptisch. Das ist, wie wir uns trafen. Tyler reicht die Hand. Jack nimmt sie und Tyler drückt firm und schüttelt die Hände. Tyler Durden, weißt du, warum sie Sauerstoffmasken in Flugzeugen haben? Sauerstoff zur Verfügung zu stellen? Clevere Antwort. Der Sauerstoff ist da, um dich high zu machen. Du nimmst riesige, panische Züge und plötzlich bist du euphorisch und so. Und du akzeptierst dein Schicksal. Tyler greift eine Sicherheitsinstruktionskarte aus der Besitztasche und zeigt Jack die passiven Gesichter von den gezeichneten Figuren. Tyler imitiert das Gesicht. Jack lacht. Er ist komplett, was auch immer. Was tust du da, Tyler? Was willst du, dass ich tue? Ich meine, als Job. Warum? Sodass du sagen kannst, oh, das ist es, was du tust. Und ein kleiner Schitter deswegen bist. Jack lacht. Er zeigt auf seinen eigenen Briefumschlag unter dem Sitz vor ihm. Er zeigt auf seinen eigenen Koffer vor ihm. Wir haben denselben Koffer. Ja, nicht denselben Briefumschlag, ne? Tyler öffnet die Knöpfe des Koffers. Ein Schlag, weil Jacks Ausdruck plötzlich nervös wird, darüber, was möglicherweise drin sein könnte in dem Koffer. Tyler macht die Klappe auf und zeigt einen voll gepackten Koffer mit Seife. Ich mache und verkaufe Seife. Er gibt Jack eine. Jack nimmt sie und schaut drauf. Wenn du Nitritsäure der Seife zufügst und es verarbeitest, bekommst du Nitroglycerin. Mit genug Seife könntest du die Welt in Stücke zerfetzen. Jack schaut sehr nervös auf das Seifenstück. Er schaut Tyler an, lächelt vorsichtig und schüttelt seinen Kopf. Tyler nimmt einen Boarding Pass, einen unausgefüllten. Er nimmt einen kleinen Stift und schreibt. Ach so. Er schreibt mit einem Stift auf eine Sitznummer, die aussieht wie gedruckt. Dann nimmt er einen Stempel und ein Stempelkissen. Er stempelt den Pass. Warum gehst du nach Wilmington? Ich wohne da. Ich auch. Tyler macht seinen Koffer zu und steht auf. Entschuldige mich bitte. Jack steht und erlaubt Tyler, in Gang zu gehen. Wir sollten uns vielleicht mal treffen bald. Jack gibt Tyler eine Visitenkarte. Tyler greift sie, schreibt eine Nummer drauf und gibt sie Jack zurück. Tyler, du bist bei weitem der
interessanteste, einzige Freund, den ich jemals getroffen habe. Jack freut sich über die Chance, witty zu sein und lehnt sich ein bisschen näher an Tyler. Siehst du, wenn du reist, dann ist alles... Ja, ja, ich verstehe das Konzept. Du bist sehr clever. Danke. Mhm. Und wie läuft das so für dich, clever zu sein? Ja, also großartig. Ach, super, dann bleib dabei. Bleib dabei. Jack setzt sich hin und beobachtet Tyler, wie er den in die erste Klasse rübergleitet durch den Vorhang. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wäre doch gelacht. Er steht gerne auf einem Bein. Wir machen durch. Kommt, Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das haut uns nicht um. Ja, das schaffen wir ganz allein. Heute feiern wir, auch wenn es traurig ist, dass man schon bald kein freier Mann mehr ist. Ihr wisst, ich kenne 1000 Frauen. Er kennt 1000 Frauen. Doch, ganz im Vertrauen. Doch, ganz im Vertrauen. Dieses Mal hat es mich voll erwischt. Das ist gefährlich. Gefährlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Jetzt bin ich dran, weil es kein Spaß mehr ist. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht. Wer steht gern auf einem Bein? Wir machen durch. Kommt, Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. In den schwersten Stunden lasst mich bitte nicht allein. Denn es wird Zeit, wir müssen langsam gehen. Sonst muss die Braut noch vor der Kirche stehen. Das muss ja wohl ein Irrtum sein. Wohl ein Irrtum sein. Wir stehen hier ganz allein. Wir stehen hier allein. Von der ganzen Hochzeit keine Spur. Wo sind die Gäste? Die Gäste. Der Pfarrer. Der Pfarrer. Wo bleibt meine Braut? Was mache ich nur? Guten Tag, mein Sohn. Du hier in der Kirche? Und dann noch in diesem Zustand? Wieso Hochzeit? Der Termin war gestern. Sieben Fässer Wein können manchmal die Rettung sein. Wie das Leben spielt, dies löst sich von ganz allein. Was soll's? Jetzt geht's bei uns erst richtig rum. Wir feiern haben einen neuen Grund. Wir haben heute nichts mehr zu verlieren. Uns kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Wir haben heute nichts mehr zu verlieren und es kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Mein Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block hier. Ja, yeah. Ja, du in deinem Einfamilienhaus lacht mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint dir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Block weiß jeder, wir sind Stars. Hier bekomme ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Ich hab Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß hier Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also könnt ihr wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte. Und ich glaub, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Drauf geschissen, ich werde auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, mein Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Der Kerl aus dem 1. war früher mal Rausschmeißer, seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Er ist oft bei der Nutter aus dem 2. Jetzt verkauft sie Fotos von ihm beim Arsch ausweiden. Der Fetischist aus dem 5. kauft sie gerne. Er sagt, Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Obwohl dich von den Schwulen aus der 11. immer auszieht, als wenn man den Schwanz gerade frisch rauszieht. Und davon singe ich dir ein Lied, du kannst es kaufen, wie die Sektenfans aus dem 9., die immer drauf sind. Genauso wie, wie der Junkie aus dem 4., der zum Frühstück erstmal 10 Bier trinkt. Dann geht er hoch in den 7. zum Ticker. Er bezahlt für 10 Teile, doch statt Gras kriegt er einen Ficker. Damals war der Drogenstock noch der 10. Der aus dem 7. ist der, der überlebte. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gegend, mein Herz, mein Leben, meine Welt, reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, reicht vom 1. bis zum 16. Reichen eigentlich, ne? Vom 1. bis zum 16. Stock.
Ja, hier kriegst du alles. Im 12. bei Manne kriegst du Falschgeld und ein Bootleg von Eisfelden. Stock höher als ein Kerl sein Studio. Er rappt und macht Tracks auf die Beats von Coolio. Ganz zur Freude der Hausfrau darüber. Die sagt, Männer ficken auch nicht mehr wie früher. Deshalb trifft man sie oft im 15. Stock bei der Hardcore-Lesbe mit dem Kopf unter ihrem Rock. Wenn ich ficken will, fahr ich runter in den 3. Aber die Braut fick ich nur zwischen die Titten. Denn der Pornostock befindet sich im 8. Hier könnte ich jeden Tag woanders übernachten. Im 16. Stock riecht der Flur voll streng. Aus der Wohnung, wo so ein Kerl schon seit 3 Wochen hängt. Ich hänge im 6. rum in meinem Stock mit meinen übergeilen Nachbarn in meinem Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Deine Villa, dein Boot, deine Frau, deine Karriere, dein Geld, dein Leben, kein Bock. Fight Club für Fortgeschrittene. Eine Simultanübersetzung des Originaldrehbuchs. Jack und Tyler sitzen an einem Tisch im hintersten Eck des Raums. Ein halbleerer Krug Bier zeigt Schnodder vom vorherigen Befüllen. 5 betrunkene Typen an einem Tisch auf der anderen Seite der Bar glotzen rüber und zwar in einer potenziell feindlichen Art. Du kaufst Möbel. Du sagst ja, dieses ist das letzte Sofa, das ich überhaupt in meinem Leben brauchen werde. Egal, was auch schief geht, ich habe das Sofa. Thema erledigt. Dann das richtige Geschirr. Dann das richtige Bett. Die Vorhänge, der Teppich. Das ist die Art, wie du gut zu dir selbst bist. Das ist, wie du dein Leben fühlst. Ich denke doch. Und dann fliegt deine Wohnung in die Luft und du hast nichts. Ich denke doch. Und jetzt siehst du dich selbst, du sitzt hier und denkst dir, das ist das Beste, was mir hier passieren konnte. Yeah. Ich kenne dich nicht, also vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht ist es auch eine schreckliche, abgefuckte Tragödie. Nee. Ich meine, du hast immerhin ein paar nette, perfekte, schöne, kleine Scheiße verloren. Scheiß drauf. Wow, das ist echt hart. Ja. Yeah. Hast du Familie, die du anrufen kannst? Meine Mutter würde hysterisch werden. Mein Vater, keine Ahnung, wo der ist. Ich kenne ihn erst seit 6 Jahren. Und dann ist er in eine andere Stadt gezogen, geheiratet, eine andere Frau geheiratet und mehr Kinder gekriegt. Und alle 6 Jahre neue Stadt, neue Familie. Er hat Franchises aufgebaut. Tyler lächelt, schnupft, schüttelt seinen Kopf. Eine Generation von Männern, die von Frauen erzogen wurden. Schau, was es da aus dir gemacht hat. Aus mir? Wir sind bei unserem 3. Krug Bier und du kannst mich immer noch nicht fragen. Hä? Warum hörst du nicht auf mit dem Scheiß und fragst mich, ob du nicht bei mir übernachten kannst? Nun, Warum hörst du nicht auf mit dem Scheiß und fragst mich, ob du nicht bei mir übernachten kannst? Wär das ein Problem? Ist es ein Problem für dich, mich zu fragen? Kann ich bei dir pennen? Ja. Danke. Wenn du mir einen Gefallen tun könntest? Was wäre das? Ich möchte, dass du mich so hart haust, wie du nur kannst. Das Bild gefriert. Lass mich dir ein bisschen über Taladorn erzählen. Jack im Vordergrund schaut in die Kamera. Im Hintergrund sitzt Tyler auf einer Bank und schaut sich Szenen an, die wie aus einem Film geschnitten sind. In seiner Nähe lässt ein Projektor einen Film ablaufen. Tyler arbeitet nachts teilweise als Filmvorführer und ein Film kommt nicht in das große Rad. Tyler spricht zu Jack normal, nicht in die Kamera. In einem alten Kino werden 2 Projektoren benutzt. Ich muss die Projektoren wechseln in exakt der Sekunde, in der exakten Sekunde, sodass das Publikum nie den Schnitt sieht, wenn ein Band beginnt und das andere aufhört. Du siehst
zwei Punkte auf dem Bildschirm am Ende eines jeden, am Ende einer jeden Rolle. Das ist die Warnung. Er schneidet einzelne Bilder von Genitalien aus Pornofilmen in Familienfilme. Ein 24stel einer Sekunde. Das ist, wie lange ein Penis zu sehen ist. Groß, flutschig, rot und furchtbar. Und niemand weiß, dass er ihn gesehen hat. Jack und Tyler schauen sich das Publikum an, das aus Eltern und Kindern besteht. Als ein Tier in einem Abenteuerfilm gezeigt wird. Plötzlich werden die Kinder merkwürdig und quengelig. Einige fangen an zu weinen, einige erbrechen sich. Tyler hat auch gearbeitet als... Tyler führt den Wagen um viele Tische und schenkt Suppe aus. Jack steht in der gleichen Position und schaut in die Kamera. Kellner in einem luxuriösen Hotel. Die Gäste sind toll gekleidet, stinken nach Reichtum und Privilegien. Sie kommandieren die Bedienung, indem sie mit ihren Fingern schnipsen. Beschwerden poppen auf wie Waffenschüsse. Der steife Catering Manager beglotzt argwöhnisch die Diener. Es ist höllisch. Jack dreht sich um und wir schauen zu Tyler, der neben einem Wagen steht mit einer riesigen Suppenschüssel. Seine Hände sind an seinem offenen Hosenstall und er ist kurz davor, in die Suppe zu pissen. Schaut nicht, ich kann nicht, wenn man guckt. Die Kamera schwenkt zur ursprünglichen Position, während Jack weiter zur Kamera spricht. Er war Guerillaterrorist der Essensindustrie, Gastrobranche. Shit, ich kann nicht. Nach einer Sekunde hört man das Wasser auf den Boden plätschern. Jack lugt und sieht, wie Tyler Wasser in ein Glas schüttet mit einer Hand, die andere Hand an seinem Schritt. Oh ja, oh ja. Jack dreht sich zurück zur Kamera. Er furzte auf Creme Brûlée, er schmolzte sich auf ein Livien und mit Pilzcremesuppe, ja, sag schon, sag es. Nun, ihr habt schon eine Idee. Tyler und Jack kommen raus aus der Bar. Jack schüttelt seine Hand. Was? Schlag mich so hart du kannst. Tyler führt Jack in eine offene Ebene, die von einer Straßenlampe beleuchtet wird. Ich weiß nichts darüber, Tyler. Das weiß ich auch nicht. Ich möchte, dass du es herausfindest. Wir sind Jungfrauen. Keiner von uns wurde jemals geschlagen. Du hast dich noch nie gekloppt? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich noch nie geschlagen wurde. Das ist gut, oder? Hör mir zu. Schlag mich. Du bist der Einzige, den ich je gefragt habe. Mich? Jack starrt ihn an. Die fünf betrunkenen Typen, die gleichen von Anfang, haben sich formiert und spüren einen Kampf. Jack schaut sie an, dann zurück zu Tyler. Ich hab
nie jemanden in meinem Leben geschlagen. Sei verrückt, lass es raus. Wo willst du es hinhaben? Ins Gesicht oder im Bauch? Überrasch mich. Jack holt weit aus, ein bisschen unbeholfen und schlägt Tyler an den Hals. Es macht einen dumpfen, soften, flattes Geräusch. Taylors Hals wird rot. Scheiße, Entschuldigung, das zählt nicht. Lass mich nochmal machen. Das hat aber sowas von gezählt, wow. Tyler schlägt in einem geraden Punch zurück auf Jacks Brust. Der Aufprall erzeugt einen dumpfen, kaum hörbaren Sound und Jack fällt zurück aufs Auto. Die Typen jubeln und klatschen und kommen näher. Jacks Augen füllen sich mit Tränen. Er und Tyler atmen heftig und Tropfen von Schweiß bilden sich auf ihren Gesichtern. Wie fühlst du dich? Seltsam. Aber ein gutes Seltsam. Ist es? Wir haben die Grenze überschritten. Ich glaube auch. Willst du aufhören? Was aufhören? Den Kampf. Welchen Kampf? Ich bin es leid, mir nur professionell anzugucken. Ich möchte nicht sterben, ohne Narben zu haben. Wie viel kannst du selbst über dich wissen, wenn du niemals richtig draufgegangen bist? Einer gegen einen. Tyler. Bist du eine Pussy? Jack schwingt noch einmal seinen Arm und trifft Tylers Ohr. Kurz drunter. Das Geräusch sanft und flach. Tyler schlägt Jack in den Bauch. Die Typen kommen näher. Jubeln über den Kampf. Tyler und Jack bewegen sich unbeholfen und schlagen sich gegenseitig. Sie atmen heftiger. Ihre Augen sind rot und leuchten. Aus ihren Mündern kommt Schleim und Blut. Es tut ihnen beiden heftigst weh und sie werden immer benommener von jedem weiteren Schlag. Wenn du niemals dich gekloppt hast und dich darüber wunderst, verletzt zu werden, über das, was du fähig bist zu tun gegen einen anderen Mann. Tyler und Jack kämpfen weiter. Die Typen vermischen Lachen mit Jubelrufen und schauen sich gegenseitig mit überraschtem Amüsement an. Jack und Tyler sitzen auf dem Bordstein, starren auf die Lichter der Autobahn in der Nähe. Ihre Augen leuchten mit Endorphin gefüllter Beseeltheit. Sie schauen einander an, lachen, schauen weg. Gegen was hast du gekämpft? Mein Job, mein Chef. Mein Blog. Mich mit meinem füttert mit DOS ausführenden Kommandos. Maler in meinen Selbsthilfegruppen. Alles, das kaputt gegangen ist und nicht funktioniert in meinem Leben. Gegen was hast du gekämpft? Mein Vater. Eine kurze Pause, als Jack Tylers Gesicht studiert. Wir sollten das wiederholen demnächst. Tyler lächelt, blickt Jack lange an und starrt dann in den Nachthimmel. Kids in meinem Alter schmeißen mit Zwannies. Schwer Fall dem Ende entgegen. Nach dem Tal wird's schwerelos. Sind niemals pleite. Haben X-Ray Vision. Sind alle informiert. Fly wie ein Mönch. Unnützes Wissen. Denken sie verstehen Kunst. Denken sie durchschauen. Wollen so bleiben wie sie sind. Finden Lehrer blöd. Finden Wissen arrogant. Gefährliches Halbgoogeln. Parken im Schatten. Rocken zu Sisi Top. Buchen Limousinen. Gehen spritzig zu Schweinske. Kicken wohl Wetter in. Kids in meinem Alter.
Kids in meinem Alter hören Trap. Kids in meinem Alter konsumieren. Kids in meinem Alter fliegen viel. Alkohol bleibt ihr einziges Ventil. Kids in meinem Alter wollen befehlen. Haben Ideen und stehlen wie Frank Thelen. Hören Wu und Prinz, Boomer Cringe. Hören CDs im Café. Kids in meinem Alter durch die Bank. Kids in meinem Alter weit weg. Hört nicht zu und sind verkopft. Friedrich Merz und bauen ein Zelt und bloß kein Weed. Tragen Jeans, Olli Schulz, rest in fleece. Fühlen progressiv und explodieren. Gehen konsumieren und gehen ins Bett. Und kommen ans Ziel, finden sich real, schlafen aus. Machen auf, bellen laut, brauchen Geld. Gucken weg, bleiben jung und schauen zurück. Wollen keinen Stress, SOS. 1000 Klicks und 1000 Views, making moves. CDU überall und Korken knallen. Sind bereit, essen Fleisch, what a surprise. Haben eine Band, aber auch ambivalent. Gehen zur Kur, keine Spur, gehen auf Tour. Kids in meinem Alter haben Geld und schieben Frust. Weil es der Matthias Wust. Raumschiff, Ausblick. Faustblick, Auftritt. Mausklick. Kids in meinem Alter gucken nach atemberaubenden Gartenlauben. Kids in meinem Alter haben in eurem Alter eine Wohnung für 500 Euro bekommen. Kiffen mit Cis-Männern, suchen die Challenge, wählen grün. Gok, gok, gok. Denken, sie sind eine ganz besondere Blume in Gottes Garten. Rasieren durch Aldi, schreiben Einkaufszettel. Erst Gemüse und zum Schluss die Kippen. Lieben Gluten, hassen Gluten, crazy Gluten. Vegane, glutenfreie, laktosefreie Salamipizza ohne Gluten. Machen Englischkurse. Sind schlampige Zeichner, ballern sich den Rücken durch. Gehen skaten mit Helm, entwickeln Höhenangst. Haben Connections, setzen sich hin. Buchen Sitzplätze, meiden Innenräume. Ohrringe größer als Klobrillen. Er steht auf der Torstraße, er hat keine Kultur. Kulturloses Fashion-Gelöben mit geblurrtem Hintergrund. Spiegelreflex-Selfie, fleckige Hände. Kacke an der Fellweste. Max Rabe oder Alvaro. Er glotzt anmutig durch die Gegend. Er will gerne dem Sonnenuntergang entgegengehen, aber bleibt stehen. Er hat Fashion-Advisor, holt sich Klamottenpacks. Wollte sich gesund stoßen mit Corona-Hilfen. Sehnsucht nach einer Zeit. Herr des Hauses. Hochgezüchtete Männerversteherinnen sind verunsichert. Fühlen sich frei, aber richten sich nach Vorschriften. Gehen auf dem Zahnfleisch, gehen freiwillig ins Bett. Haben innere Hitze, sind individuell. Bali für zu Hause. Bali aus dem Baumarkt. Pinterest des Grauens. Fürs Foto reicht's. Können sich nirgendwo anlehnen. Sie bewässern Mini-Hacken. Bewässern das Trend googeln, das ist Bloggerstress. Denken, das ist Hanf und brauchen Bambus. Denken an Bier, aber trinken Shampoos. Wegen Feindbilder und Neurosen. Holz oder Beton? Was denn nun? Schuster bleibt bei deinen Pinterest-Bildern. Fable für Interior und blättern Kataloge durch. Haptisches Erlebnis. Das ist eine echte Musik. Mega abgefahren, aber dann war das Geld alle. Treten aus der Kirche aus und trinken dann noch ein Bier aus. Skippen sich durch Horrorfilme. Und grinsen dann, wenn sie kacken. Wollen rumschmeißen, die keinen Output haben. Geheimratsecken, Strumpfhosen. Da kommen viele geile Sachen zusammen. Ab 18. Ab 18. Ab 18. Erlebnis ist mindestens so lange her. Gehen straight zum Italiener. Schmeißen mit Zwannies. Freier Fall dem Ende entgegen. Chloraugen im Tesla. Talfahrt ab 18, danach wird's schwerelos. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Schöne Maid, glaub mir, so jung wie heute. Oh ja, oh ja, oh. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht. Ist es schon morgen viel zu spät? Wir singen Tralalala und tanzen Hopsasa. Wir wollen fröhlich sein und uns des Lebens freuen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Wer weiß, wie lange die Welt sich noch dreht. Hey, hey, schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Schöne Maid, glaub mir, so jung wie heute. Oh ja, oh ja, oh. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht. Es ist schon morgen viel zu spät. La 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 la. Die Welt ist wunderschön, das muss ein jeder sehen. Und sind doch Sorgen da dir ein jeder, ja. Wir wollen ganz zufrieden sein. Und trinken Bier und Schnaps und Wein. Hey! Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Ho ja, ho ja, ho. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, ho ja, ho ja, ho. Schöne Maid, glaub mir, so jung wie heute. Ho ja, ho ja, ho. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht. Ist es schon morgen viel zu spät? Jawohl, 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 jawohl.